Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Dienstag, der 15. Oktober 2024, 6.27 Uhr auf Seychellen. Hier nun das Neueste für heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ich hoffe, ihr alle begrüßt unseren neuen Gast. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Ja, und wir sind wieder hier. Auf unserer schönen Insel Seychellen. Schöner Morgen. Ich wollte eigentlich heute Campingplatzbesuch einladen, aber es geht ja heute nicht. Deshalb, ja. Okay. Kümmern wir uns später. Heute habe ich ein paar Dinge geplant. Da müssen wir uns aber zuerst auf der Insel umschauen. Okay. Oh, so eine richtig schöne große Brücke. Hier ist noch ein schöner Aufgang, okay. Dann gehen wir doch gleich mal in die Schneiderei. Ah, die macht erst im Morgen auf. Das kann problematisch werden. Na gut. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um was ganz anderes. Und zwar um eine weitere Brücke. Mein Uxland eröffnet erst zu spät. Es könnte höchstens zum Schluss ausgehen. Können wir dann noch die Öffnungszeiten schauen. Gut, Sterns brauche ich jetzt eh. Von daher ist das okay. Wenn ich hier ein paar mitnehmen darf. Das können wir wieder vergraben. Genau. So. Das können wir uns nachholen, wenn wir viel Geld ausgegeben haben. Ja, genau. Nook Shopping. Nein, das. Außerdem ist nichts dabei und da habe ich zu wenig Kohle. Shit. Perfekt. Wichtig. Okay, ja, das ist gut, der Preis. Nein, da ist nichts Tolles, oder? Ja, okay. Na, wobei eine Person mag es eigentlich schon nice. So, jetzt müssen wir uns aber... Moment, das geht eh. Und zwar...
ob das geht, weiß ich nicht. Ich möchte eigentlich nichts mitnehmen. Aber gut, dann verkaufen wir zuerst. Dann können wir gleich die Öffnungszeiten überprüfen. Ich weiß halt ungefähr Facecam, weil ich bin heute extrem früh dran, extremer Zeitstress, also, aber ich muss, also muss nicht unbedingt das Video bringen. So, was steht da? 8 Uhr, okay. Das bedeutet, das ist für uns definitiv zu spät, weil um 8 Uhr habe ich keine Zeit. An einem anderen Tag schon, aber heute nicht. Das war's eh. Wieso kann man eigentlich keine Sterne-Säcke verkaufen? Das würde ich cool finden. Wäre das möglich? So, jetzt aber. Ah, Tobias, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was ist durch dein Herzen? Na, ich habe Infrastruktur. Was hattest du im Sinn? Die Brücken und Aufgänge. Eine Brücke bauen. Ja, ich hab mich falsch ausgedrückt. Entschuldigung. Ich hab das anders gemeint. Also deshalb gehen wir nochmal dahin. Ich möchte eine Brücke, um genau zu sein. Ja, okay. Ich glaube, es wird die tatsächlich. Ja. Gut, dann Abfahrt. Na gut. So, etwas anderes ausgraben. Wo ist denn hier unser Feld? Ja, was war dumm? Wieder ran. Hier. Nee. Nicht da. Nicht das. Ich möchte genau das. Jetzt haben wir noch mehr Platz. Okay. So. Ah. Gut. Genau.
letzte Folge. Ihr merkt, ich bin in der Früh noch ja, etwas müde, deshalb ist es dann nicht immer so einfach, dass ich da aufnehme. Das passiert auch sehr selten, aber heute musste ich das, weil heute super. Heute ist komplettes Chaos. Kann ich kein Video machen, das geht nicht. Deshalb mache ich alles in der Früh. Und natürlich die XXL-Folge lade ich hoch. Die sechsstündige. Na gut. So. Dann jetzt hier, zack, so, noch einmal. Also, hier geht's hoch, okay? Okay, also das bedeutet, es wäre noch wichtig, dass man hier eine Brücke baut, okay. Im besten Falle kann man die hier schon hinbauen. Schauen wir mal hier. Okay, aber wie ich mir vorstellen könnte, dass das geht, ist genau hier. Ja, mal sehen. Ja, die Stelle ist super. Haben es gerade verpackt. Auch seht ihr, die Stelle ist an sich super. Ja. So, und jetzt da müssen wir uns um was Wichtiges kümmern. Und zwei Dinge. Sag mal. Sag mal. Haben wir wie vor in Telatschen aus Zelda mit mehr Betrug. Also Zelda BOTW One. Also wo er zum Beispiel verlernt hat, dass er keine Schaufel mehr, dass nicht weiß, wie man eine Schaufel umgeht, zum Beispiel. Ja. Natürlich passiert das so nicht, aber so stelle ich es mir etwas vor. So. So. Keine Sorge, der nächste Livestream kommt bestimmt spätestens an Halloween. Ja, und einen davor möchte ich machen, wo ihr auch mithelfen könnt, vorbereiten. Ja? Mit ein paar Sachen mitbringen könnt, die auf unserer Insel aufgestellt werden. Fliegen, ja? Ganz sicher, wenn man Marken gibt, gibt es ja dort. Und ich glaube, den habe ich auch. Ja. Ja, viel Glück. Viel Glück, Jungs, wenn das nicht abstürzt. Das ging schnell. Fast keine Ladezeiten. Ups. Ne? Gut, dann. Oh, was war das denn? Angekommen. Hallo Gia, zu dir wollte ich gerade. Ja, gleich, aber Unkrautservice.
Okay, wieder meins. Na klar, ich hab Stern ist dabei. Natürlich. Geschafft, ja? Das ist super. Hey, du! Ist mein Vergnügen, dir die nächste Öffnung in unserem kleinen, in unserer kleinen Gemeinschaft anzufangen. Es handelt sich um niemand geringeren als Rainer und seine Sammlung erlesener Kunstwerke. Hallo, je, hallo, fühlt sich an, als wären wir quasi schon Cousins. Ich bin Rainer und bei Kunststil schlägt mich keiner. Ich sag es ganz ehrlich, denn so bin ich nun mal. Es gefällt mir nicht, mich so fest niederzulassen. Manchmal will man einfach nicht gefunden werden. Du verstehst. Aber für Harry, für den mache ich glatt eine Ausnahme. Also Harry, wie gesagt, ich bin in den Besitz von Kunstwerken gelangt, die sogar dir gefallen sollen. Na, was sagst du? Willst du sie dir mal ansehen? Ach je, ich habe gedacht, wir plaudern nur nett. Ich bin sowieso gerade knapp. Zeit. Aber du hast dich so reingehängt. Dann schau ich mir das mal an, Rainer. Du kannst jetzt auch jederzeit rein in das Angebot stöbern. Tobias, viel Spaß dabei. Bitte? Ja? Ja, okay. Ja, okay. Deshalb verkaufe ich auch nur, okay? Weil deine Familie bekommst du einen Rabatt. Weißt du was? Falls die Kunst zu teuer oder nicht dein Ding ist, einfach das Lustige zu dir. Bietet dir uns nur die fabelhafte Chance, seltene Preise zu gewinnen. Bei Rainers Tombola. Okay. Ja? Ja? Können wir dir den tatsächlichen Wert verlangen? Aber ich tue es dir nicht an. Wir sind doch Cousins. Natürlich. Das ist doch ungünstig. Ja, super, dann können wir uns doch wieder verziehen. Da wollte ich eigentlich gar nicht. Super. Und das? Damit können wir unsere Insel dekorieren. Hallo, Dodo. Udo, Entschuldigung. Ich möchte nach Hause. Ja. Alles gut, dann sehen wir uns gleich auf der Schelle. Tuscheln, Seychellen, ne? Jetzt, daher haben wir auch den Namen von Seychellen abgeleitet von Animal Crossing, weil ich persönlich spiele sehr gerne Animal Crossing, ich mag alle Spiele gern, ist einer meiner Lieblingsspiele und ich spiele eigentlich sehr oft solche Spiele mit. Ihr wisst schon. Ne? Und ja. Also so Inselbau, Stadtbauspieler, deshalb auch City Skylines, ne, Teil 1, Teil 2. Ja, da habe ich auch einen neuen DLC, wollt ihr wahrscheinlich nichts verpassen, dann schaut natürlich gerne vorbei, auch wenn ich mir sicher bin, dass es nicht online kommt. Aber ich kann euch versprechen, dass es in den nächsten Tagen online kommt. Genau. Okay, Mama. Dies ist die perfekte lange Spaziergänge und noch längere Mittagsschläfen nach. Ein Tasschen Tee und schon weiß man die Reize, diese Übergangszeit zu schätzen. Grüße vom Teegränzchen Mama.
Wahrgenommen, mich öfter künstlerisch zu betätigen. Okay. Ja. Ja, das war der erste Brief von ihr. Ja, aber es steht ja nicht fest, dass meine Figur sich nicht besuchen kommt. Ja, aber sehr selten, weil Fliegen ist nicht umweltfreundlich. Nein, daran soll es nicht scheitern, aber trotzdem, nicht so oft. So. Gut. Na dann. Na, da oben. Da qualmt sie richtig schön. Normalerweise gehört da draußen, aber ich verwende ihn gleich als Heizung, wenn das passt. Ein schöner Ofen. Da kann man essen, da kommt schön warm raus. Das ist. Na, wobei, eigentlich kann man es wirklich nicht als Heizung verwenden. Na, das kann man wirklich sagen, weil hier drin ist es schon kalt. Ich glaube, wir sollten uns jetzt wirklich erstmal um die Heizung hier kümmern. Der Ofen, da kann er stehen bleiben. So. Wie stelle ich mal in so eine Heizstelle her, oder wie die heißt? Normales Holz und ein Lagerfeuer, okay. Okay. Ja, das ist kein normales Holz, das ist es, ja. So. Okay, also zuerst die Feuerstelle. Ja, weiter. Ja, gleich weiter. Minimum 2. Ah, jetzt haben wir zu wenig Holz. Gut, das heißt, bald auf Treasure Island, ne? Gehen und das besorgen für mich. Gut, da werde ich mich privat drum kümmern. Kein Problem, das haben wir. Also, ein Geschenk. Mähle. Also das ist zum Aufhängen, ja. Das war genau das eine künstlerische Ding, ne? Ja, süß, finde ich. Schauen wir uns dann gleich noch genauer an, natürlich. Okay, das stellen wir erstmal hier hin. Und danach kommt das natürlich in die Küche. Super, ne? Sieht ganz gut aus. Ne, mir fehlt noch das Holz. Und zu guter Letzt geht es dann auch zu Eugen. Zu Eugen. Weitermachen. Noch einmal. Jetzt haben wir es dann dreimal, das sollte reichen. Lagerfeuer ist fertig und jetzt die Feuerstelle. Super. Das hätten wir. So, so, hier hin. Und der Ofen, der tut einfach, den stellt man so hin. Also jetzt ist es ja langsam kalt, deshalb heizen wir ein. Soll ja schön warm bei uns sein. Sondern überprüfen wir das Ganze im Badezimmer. Und dann gehen wir mal da hoch. Ich glaube aber eh, dass da das Bad kommt, ja, oh ja. In der Küche brauchen wir es ja nicht, weil da ist eh der Herd und so. Ja, da ist das Schlafzimmer, ja, dann ist das doch eigentlich ganz gut. Im Schlafzimmer soll es immer schön warm sein. Da wird jetzt auch eingeheizt. Ne? Natürlich heizen wir nicht den ganzen Winter, das ist ja klar. Aber schon viel. So.
Im Sommer kann man dann die Feuerstelle auch ins Lager geben, aber eigentlich eine Heizung gibt man eigentlich nie ins Lager. So, dann haben wir sie am Abend schön warm. Genau. Und unser Ritual ist jetzt immer, wenn wir einen Part beenden, beziehungsweise wenn wir am selben Tag noch einen Part starten, machen wir das aus dem Bett. Ne? Wenn ich mich bis dahin ausgeruht habe und so, also aus dem Haus, ja. Wie auch immer das Ganze ist, so, jetzt müssen wir nur noch eigentlich die eine Feuerstelle wo unterbringen und die würde ich eigentlich in meinem Fitnessstudio, muss das ja nicht sein unbedingt, aber dort oben kommt ja mein Gamingzimmer hin, da heizt sich zwar auch immer auf, aber da muss es trotzdem warm sein. Das geht anders nicht so. Hallo. Da. Okay, da ist nicht genug Platz, dann machen wir es halt so. Die braucht wirklich viel Platz. Aber gut, dafür haben wir da noch wirklich ja, viel Freude mit ihr. So, es wird hier überall mal eingeheizt und jetzt gehen wir wieder runter. Gut, da wird eingeheizt, super. Und jetzt können wir endlich zur Eugen. Ne? Es gibt doch, ich weiß nicht, ob das bei euch in Deutschland auch ist, aber hier in Österreich gibt es auch eine Prinz-Eugen-Straße. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe gesehen, dass ein Bus zur Prinz-Eugen-Straße fährt. Ja, und haben wir also so einen Fernbus und ja, das fand ich halt so lustig, weil hier gibt es auch einen Eugen. So, jetzt erstmal zu Eugen. Ich habe es gleich immer Eugen, obwohl es Eugen heißt, weil die Straße heißt so, ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Das fand ich persönlich so lustig. Ja? Na, vielleicht wohnt er ja dort. Auf der oder in der Nähe. Na gut, ich weiß es nicht. Ist. Sag mal. Achso, weil. Ja, also bei mir, ich weiß es nicht. Kann ich wahrscheinlich noch keine Wettbewerbe einblenden. Also, weil das geht sich auch zeitlich nicht aus mit dem Schneiden und so. Aber hier ist es stockfinster. Also eigentlich solltest du noch schlafen. Ja, guten Morgen, ja, irgendwie gute Nacht. Aber wurscht, Fossilien analysieren. Bitte? Ja. Mir fehlen die Mäuse. Ja, ich kann es dir doch schenken. Das ist doch. Kann ich dir auch was schenken? Ja, ich möchte was schenken, aber wenn das nicht geht, also für deine Sammlung. Ne? Ich weiß gar nicht, wann hat Eugen hier Geburtstag? Auf jeden Fall. Wahrscheinlich an dem Tag, wo er auf Seychellen gezogen ist. Ja? Ja, dann bekommst du da von mir ein paar Sammelstücke geschenkt, ja? Aber wenn du sie mir nicht. Wenn ich sie dir jetzt noch nicht schenken kann, muss ich die erstmal verkaufen. Und ich lege sie dann vor dein Museum hin, da kannst du sie dir in deiner. Kannst du sie dir dann. Ja, so, das können wir machen. So, und jetzt wird hier erstmal verkauft. Ich möchte es verkaufen. Und zwar nochmal zwei solche Fossilien. Ja, das ist super. Und ich glaube, das war's dann eh schon. Ja, bitte. Ja, heute werden wir Sterne-Millionär. Ein Spaß, die Yacht hat uns richtig viel Money gekostet, aber gut. Ah, da ist auch unser Angelfreund. Den besuchen wir noch kurz. Weil ich weiß nicht, ob sich heute ein Video noch ausgeht. Ich glaube nämlich nicht. Und das ist der Grund, warum ich den jetzt noch gern besuchen möchte. Yo, ich bin Slominius. Schon bald dein liebster Biber und schneller als sofort vor Ort. Bei dir alles frisch vom Fisch. Soweit, womit wir schon direkt beim Thema wären. Jetzt fällt es dir wie Schuppen von den Karauschen, was? Der netzbekannte Angel Guru ist zu Besuch. Njuk, 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 keine Sorge. Du musst nicht vor Ehrfurcht erstarren. Nein, du solltest dich freuen. Und wenn du mir deinen Fang des Tages überlässt, lass ich's für dich Sternes regeln. So Sternes im Sand am Meer. Wenn du richtig gut angelst, ist vielleicht auch ein Selfie mit dir drin. Mit mir drin. Was sagst du? Du musst nur den Angelcheck bestehen. Dann kaufe ich dann. Außerdem könnte ich dir. Ja?
Angelcheck? Jo, Angelcheck. Was am Haken oder nix Haken? Das ist hier die Frage. Jeden Tag ein bisschen anders. Wegen der, ja, Arbeit. Aber ich kriege immer einen Fisch. Also, lass uns gleich mal die Challenge machen. Heute musst du 3 Maxi-Fische hintereinander fangen. Ungefähr die Größe eines Schnabelbarsch. Sobald du den Angelcheck gecheckt hast, kaufe ich dir deinen Fischer teuer ab. Mit fangelfrischen Sternis. Bist du bereit für den Check oder hast du fettes Zucken, du Kugelfisch? Nee, du, also ich habe jetzt keine Zeit, sonst sehr gerne. Die Zeit ist nämlich schon wieder um. Ja, dann würde ich sagen, ich werde noch bis morgen 5 Uhr oder so hier rum, also ja, bis morgen 5 Uhr abends oder morgens, wie auch immer. Ich komme heute nochmal zu dir, dann werde ich mich darum kümmern, dass wir heute noch ein Party bekommen. Dann können wir diese Angelcheck-Challenge machen. Gut, bis zum nächsten Mal. Ja, deshalb steht wahrscheinlich jetzt auch ein Titel oder in der... Oder am Thumbnail oben, wir finden den Angelmeister. Ne? Und im nächsten Part gibt es dann den Maxi-Angel-Check. Na gut, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.